Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir so ganz viel gequatscht haben, so, ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns eigentlich sehr. Vielleicht heile dich ja nochmal, ich weiß ja Auf, nicht. Ja, das, auf, das, auf das wollte ich gerade hinaus und erwarten Sie hier. Also, wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte meine eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interviewparts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Und da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen mit Arschbombe vorab und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenthalten wollte. Sind wir mit den Antworten oder ist der Wagner oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10%-Gutschein, den haben wir so genannt, Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet. Und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hattet, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, der die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare. Ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also haut rein, Jungs. Peace. Jetzt habe ich hier den Timer gestellt auf 19 Minuten. Machen wir das jetzt auch. Ja. Ein bisschen kühler hier, ne? Ein bisschen, ja. Aber drüben ist zu warm, ne? Ja, drüben auch, so eben auch ein bisschen warm, stimmt. Das war schon ein bisschen, dass wir einschlafen gehen hier. Ne? Ja, das war mollig, ne? Ja. Stimmt. Auch wieder Mikros auch an. Bin ich drauf oder ist der Kopf abgeschnitten? Ach so. Na, müssen wir mal schauen, ja. Ich mal, ja, so cool, ja. Ich Ja. So soll ich ein Jackett anziehen. Das ist besser, ne? Ja, besser so. Ne? Das geht eigentlich so. Ja, Ja. weil da kommt hier kommt der Kessel nicht so durch. Ne? Ja. Ja, genau. Nochmal kurz an Moderation. Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, bin ich jetzt bei Wagner und ja, jetzt frage ich mal ein paar Details direkt zum Mikrokeramik-Additiv, was Herr Wagner entwickelt hat und dann ja, lassen wir das Ganze mal erklären. Ich stelle ein paar Fragen, wenn ich welche Fragen habe. Und gucken wir mal, in welche Richtung das Ganze geht. Also ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt, denn ich weiß es wirklich noch nicht. Ja, Mikrokeramik, mit Sicherheit denken die Leute, ne, was macht Keramik im Motor? Ne? Keramik ist hart oder kratzt, Ja. ne? Und ich habe eher einen abrasiven Verschleiß Ja. bei der Keramik, könnte man denken. Ich möchte Ihnen einfach heute aufzeigen, dass es eben nicht so ist. Man wird Okay. einfach mal ja, mal physisch spüren, was Keramik ist. Und zwar habe ich hier 2 Proben mitgebracht. Und zwar hier die Keramik, exakt das Material, welches wir in der Mikrokeramik verarbeiten.
und als Referenzprodukt ein PDFE, Polytetrafluorethylen, welches als Stofflichkeit mit dem niedrigsten Reibkoeffizienten gilt. Und um das jetzt einfach mal zwischen den Fingern zu spüren, einfach mal ganz kurz testen. Ja, okay. Einfach mit dem Finger hier mal rein und zwischen den Daumen zu reiben, um Gespür zu bekommen. So, und als Vergleich mit der anderen Hand, ja. PDFE. So, und jetzt mag einfach mal deine Einschätzung. Also, ja. Linke Hand PDFE, rechte Hand Keramik. Also die Anhaftbarkeit von Keramik ist besser. So, vom Gefühl her. Das PDFE klumpt ein bisschen, wenn ich so es zerreibe. Ja, ja. Und was spürst du? Es flutscht. Es flutscht, ja. Und wo flutscht es besser? Das Keramik. Keramik, das, ne? Ist gut. Und hier merkt man einfach dieses, vielleicht noch mal rein, dass ein bisschen wenig vielleicht gewesen ist. Ja, kein Problem. Dass einfach die Oberfläche ist hier sehr glatt geworden bei dem Keramik. Ja. Und sagen wir so, die, vielleicht sieht man es auch in den, wie heißen das, Fingerabdruckkuppen. Aber in den Hautrillen. Genau, ne? In den Hautrillen, ja, ist es einfach drin. Mhm. Vielleicht zeige ich mal hier in die Kamera. Ja. Also wir können auch hier nochmal rein schauen. Ja. Man sieht das, wie das Pulver ausschaut. Ja. Das Pulver hat eine Teilchengröße von 20 Nanometer bis 0,15 Mikron. Ja. Ja. Und Pulverform. Nochmal dazu, ich merke das ja jetzt. Also ich merke, wenn ich hier, ich habe jetzt bei beiden einfach so kontinuierlich gerieben. Ich zeige es mal hier in die Kamera. Was ich merke ist, dass das hier mehr eine Fläche geworden ist. Also das fühlt sich hier ebener an als dieses hier. Was ich auch sehe ist, dass die Keramik immer noch zwischen den kleinen Hautfalten ist, wobei die hier schon schneller weggeht. Genau. Einfach, also man sieht, dass durch die gleiche Reibung, ich mache eigentlich immer das gleiche, dass sie hier schneller weggeht als hier. Hier sieht es noch aus wie vorher. Und hier habe ich schon einmal nachgetunkt und es sieht immer noch, geht immer mehr weg. Das fällt mir jetzt gerade auf. So, und das liegt daran, dass die Keramikpartikelchen extrem fein sind und sich in die Hautporen einarbeiten und so arbeiten sich auch in die Oberflächen, die Metalloberflächen des Motors ein, an den reibintensivsten Stellen. Ja, okay. Natürlich hat die Keramik gegenüber dem Kunststoff eine wesentlich bessere Eigenschaften. Erste Eigenschaft wäre, es ist chemisch inert. Das heißt, keine Säure, keine Lauge, keine Temperatur, die entstehen kann, ja. Wird die Keramik in seiner chemischen Eigenschaft und in seiner hervorragenden schmierenden Eigenschaft verändern. Ja, wobei jetzt beim PDFE, beim Tetrafluorethylen, hat einen Schmelzpunkt von 325 Grad. Mhm. Und am Feuersteg, am Kolben, habe ich bis zu 600 Grad. Ja, ja, okay. Das heißt, sobald jetzt die PDFE-Ölgemisch über den Kolbenring nach oben zur Verbrennung kommt, wird eben PDFE abbrennen und eben Rückstände bilden. Okay. Was die Keramik nicht macht. Mhm. Ja. Ja. Und das ist ein wesentlicher Vorteil. Auch ist die Keramik so fein dispersed, dass sie sich ins Öl einarbeitet und auch zum Beispiel, wenn ich es in Getriebeöl einsetze, die Farbe des Getriebeöls von goldgelb in weiß umschlagen wird. Okay, ja. Und das kann man sehen. Sicher bei Motorenöl kann man es nicht sehen, weil durch den Rußeintrag letztendlich die weiße Farbe der Keramik überdeckt wird. Okay, also ich kann es so nicht sehen. Ein weiterer Vorteil ist eben, dass bei der Keramik bis zu 1100 Grad stabil ist und 1100 Grad habe ich in keinem Motor, habe ich auch in keiner Verbrennung. Ja, also das sind wir weit, weit davon weg. Ja. Und wenn die Keramik eben mit verbrennt, wird sie letztendlich über ein Abgas herausgegeben. Ja. Und hat somit keinen Einfluss auch auf die nachgeschalteten Abgasreinigungssysteme. Ja, okay. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Vorteil.
und selber zurückweise. Wir haben ja schon gesehen an den Hautrillen, wie sich das einarbeitet. Und ich möchte jetzt einfach nochmal hier aufzeichnen, wie das jetzt auch in der Praxis ausschaut. Und dazu zeichne ich jetzt eine Oberfläche eines Motors an. Die kann jetzt gehunt, geschliffen, gehärtet geschliffen sein. Letztendlich schaut die Oberfläche so aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Kolb, der auf und ab geht, und hier habe ich Zylinderwand. Mhm. So, und das Öl hat die Aufgabe, die beiden Metalle voneinander zu halten. Und mit dem Öl schwimmen die Keramikpartikel und verteilen sich überall in dem ganzen System, und es wird sich auch in den Reibintensivten die Keramik hier einlagern. Ja. Wichtig ist dabei, dass die Keramik eben hier nicht überbeschichtet. Ja. Das heißt, man kann von keiner Beschichtung sprechen, sondern von einer Einlagerung an den reibintensivsten Stellen. Ja. Und somit erhöhen wir, wenn man jetzt hier die Oberfläche anschaut, somit erhöhen wir den Oberflächentraganteil. Ja. Somit wird auch, das passiert hier auf der Gegenseite, dass hier die Oberflächen ausgefüllt werden und sich die Oberfläche dadurch vergrößert. Dadurch bekomme ich eine bessere Abdichtung, eine deutlich weniger Ölverbrauch, mit der Abdichtung eine höhere Kompression, eine bessere Ausnutzung des zugeführten Kraftstoffes und natürlich eine ganz deutliche Reibungs- und Verschleißreduzierung. Ja, okay. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir hier eben auch Geräusch mindern. Ja, das, was du jetzt auch schon jetzt nach einem Tag Fahren an deinem Getriebe festgestellt hast, dass das Fahrzeug sich leichter schalten lässt. Ja, gerade in den kalten Temperaturen, die wir auch hier haben, also minus 6 Grad, hatte ich immer, obwohl ich den Ölwechsel im Getriebe gemacht habe vor 10.000 Kilometern, ist es wirklich so, dass der erste, zweite immer ein bisschen komplizierter war, als wie er hätte sein müssen in dem Sinne. Ja. Und als wir das gestern eingefüllt haben, das Getriebeöl, und ich jetzt heute Morgen nochmal hierher gefahren bin, war das schon deutlich zu merken, dass der Gang einfach mehr flutscht, auch gerade bei den kalten Temperaturen. Ja. Also das war deutlich zu spüren, wirklich, ja. So, und du wirst auch merken, jetzt beim Motor, wir haben jetzt nur vielleicht mal 20 Kilometer gefahren. Ja, stimmt. So, jetzt mal nach der Rückfahrt, jetzt nach den 800 Kilometer, wirst du sehen, der Motor wird noch ruhiger und samtiger laufen. Ne? Ja, da bin ich gespannt. Ich habe ja vorher den Standlauf mit meinem Dezibelmesser, auch wenn es jetzt nicht der super professionelle ist, aber ich habe mal ein Gold bei Amazon, habe ich das vorher mal gemessen. Ja. Mit dem alten Motoröl, dann mit dem neuen Motoröl und dann mit dem neuen Motoröl und der Mikrokeramik. Aha. Und jetzt auf dem Rückweg habe ich ja vor, nochmal die ganze Fahrt wie auf dem Hinweg nochmal zu tracken mit meiner App Dash-Kommando. Und bin ich gespannt. Ich versuche so zu fahren, wie ich gestern gefahren bin, oder vorgestern gefahren bin. Weil ich das reproduzieren will, so gut ich kann. Und ob ich es hinkriege, weiß ich nicht, kann ich nicht versprechen. Aber das versuche ich mal hinzukriegen als Vergleichswert und Referenzwert. Und dann denke ich auch nochmal, so wie du auch sagst, dass nach der langen Fahrt sich das noch alles besser eingearbeitet hat, dass vielleicht ich dann nochmal ein Dezibel-Check mache vom Motor im warmen Zustand, wie er dann läuft, um zu gucken, um zu filmen. Ich habe da auch Soundaufnahmen gemacht für euch von allen drei Varianten. Und das ist jetzt die vierte Variante, um nochmal vielleicht nach 1000 Kilometern knapp eine Referenz herzustellen, um zu gucken, wie hört er sich an, wo entstehen welche Geräusche, wo klingen die Geräusche. Das ist ja mit dem Richtmikro, das ich da habe, sehr gut einzufangen. Ja. Und auch einfach bin ich gespannt, wie die Tendenz ist oder wie ausschlaggebend es ist. Also ich habe gemerkt, es war vorher bei 86, 89,9, war natürlich jetzt nicht die idealste Bedingung, es ist mal eine Straße, wo man LKW vorbei guckt, dass wir einen Spot dazwischen finden. Ja, ja. Und danach ging es Richtung 67, mal kurz, so mal ein bisschen, und mal sehen, wo die Reise hingeht. Mhm. Ja. Obwohl man wurde schon sehr leise läuft. Ja, richtig. Ja, ich hab's gehört, bei der Schnittwieden kannst du, ne? Perfekt, ne? Ja, also bei dem Treffen am Sonntag, was ich hatte, waren da ein paar Leute, haben ein Vergleichshören gemacht, und dann liefen die anderen schon ein bisschen rauer, ein bisschen klappriger. Ich will das jetzt nicht wissen, nein. die haben auch gesagt, meine läuft sehr, sehr gut und ist noch sehr jungfräulich, auch der Motor mit 100.000. Trotzdem bin ich gespannt, was da noch geht. Ja.
Es ist so, dass Toyota für uns auch schon Messungen gemacht hat auf dem Prüfstand. Ja, okay. Dort ist es so, dass das Fahrzeug wirklich unter Last gefahren wird, ja, und der Dezibelmeter eben einen Meter Abstand vom Motor hat. Mhm. Und man kann sofort nach dem Einfüllen, hatten wir jetzt bei 3000 Umdrehungen, ja, unter Last, ja, hatten wir von 92 Dezibel A eine Reduzierung auf 89 Dezibel A. Das sind also 3 Dezibel A weniger. Das ist natürlich ein enormer Wert, den wir hier erzielt hatten. Ja. Das ist gewaltig, meiner Meinung nach. Fantastisch. Ja, Ergebnis. Mhm. Ja, das habe ich jetzt nicht messen können. Oder, ja, aber das ist jetzt dann wäre der empirische Test dazu. Ja, ja. Geil. Aber Sie werden... Kann man den einblenden? Kann ich ihn einblenden? Zur Verfügung stellen? Denke ja, das wird klappen. Okay. Ja. Mhm.最高出力は172.9馬力、ワグナーUMCオイルを投入してみましょう。エンジン投入して700キロ走行後の継続では、最高出力172.6馬力、最大トルク20.7キロと、それぞれ1.7馬力、0.1キロ向上しています。エンジンのメカニカル音を測ると、ワグナーUMCオイル投入後は、 アイドリング時68.9デシベル、3000回転時89.7デシベルと静かになりました。今回の実験はUMCオイルが素晴らしい結果をもたらしました。Was wir jetzt hier reduzieren ist ein metallisches Geräusch, ja? Und ich möchte hier einfach nochmal aufzeigen, was passiert wirklich, wenn Verschleiß kommt. Ja? Mhm. So, wenn jetzt der Motor läuft, habe ich ja hier am Kolbenring sehr hohe Gleitgeschwindigkeit. Ja. Ja? So, wenn jetzt die Metallspitzen, zum Beispiel hier oder hier, zusammenkommen, also ich zeichne das einfach nochmal auf, damit es ein bisschen näher beieinander ist. So. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt hier sich die beiden Metallspitzen berühren, kommt es zu einem sogenannten Hotspot. Das heißt, ich habe eine extrem hohe Reibungstemperatur, die geht über den Schmelzpunkt des Metalles hinaus. Also wir können hier Temperaturen erzeugen bis zu 1800 Grad Celsius. Okay. Das heißt, jetzt bei diesem direkten Punktverschweißung wird sich das Metall verschweißen, aber der Motor, das Getriebe läuft ja ständig weiter und es wird ein Metallpartikel hier herausgerissen. Das heißt, und deswegen wird auch die Oberfläche verschlissen in dem Fall. Ja. Ja. Und das können wir in der Form verhindern, indem wir hier eben einlagern, dass wir und auch nämlich hier die Keramik, die jetzt im Öl mitschwimmt, ja, die wird sich in so einer hohen Menge hier mitverteilen, dass jetzt hier die Metallspitzen, wenn sie jetzt aufeinandertreffen würden, immer auf Keramik laufen. Das heißt, die Keramik wirkt wie kleine Kugellagern im System und somit kommt auch diese Dämpfung. Und diese Dämpfung ist eben messbar in Form von der Geräuschminimierung. Okay. Und das ist nämlich auch der Effekt, den wir hier ziehen und der über lange, lange Zeit anhält, weil eben das oder die Mikrokeramik chemisch inert ist und auch nicht innen abbaut. Ja? Mhm, also es geht keine Reaktion mit irgendwas ein. Und das ist letztendlich der sehr, sehr positive Effekt, dass wir eben über die gesamte Laufzeit des Öles bis zum Ölwechselintervall diesen Effekt haben. Ja. Okay. So, und damit erreichen natürlich wir wieder mit der Reibungsreduzierung ist ein Leistungsplus. Dieses Leistungsplus haben wir in verschiedenen Messungen gemessen, unter anderem auch auf dem TÜV oder im TÜV-Abgaslabor, dort wo wirklich eine sehr, sehr präzise Messungen durchgeführt werden, wo letztendlich alle Parameter wie zum Beispiel Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur eben als Berechnungsgrundlage mit dienen. Ja. Und die Messergebnisse waren jetzt bei Benzinmotoren ein Leistungsplus von 3%. Mhm. Ja, 3% ist nicht viel, aber 3% sind 3%. Ne? Ja, von 100 PS sind es 3 PS mehr. Ja. Ja.
Und bei Dieselmotoren, bei Common Rail Motoren Euro 3 in dem Fall gemessen, hatten wir einen Leistungsplus von 1%. 1%, ja. Okay. So, mit den Ergebnissen der Leistungssteigerung haben wir natürlich auch ein Spritersparnis. Ja. Und die Spritersparnis, die wird einerseits durch die Reibungsreduzierung erzeugt, andererseits durch die bessere Abdichtung am Kolben. Das heißt, ich habe eine höhere Kompression, ich kann dadurch den zugeführten Kraftstoff besser ausnutzen. Ja. Und das, was letztendlich jetzt hier an den Prüfständen nicht gemessen werden kann, ist das Ausrollverhalten. Das bedeutet, das Ausrollverhalten ist auch ein wesentlicher Faktor zur Treibstoffersparnis. Ja. Das heißt, wenn ich die Reibung reduziere und ich vom Gas gebe, wird das Fahrzeug länger ausrollen. Ja. Ja. Desto später muss ich im Realbetrieb auch wieder aufs Gas geben, gehen, um letztendlich mein Fahrzeug wieder zu beschleunigen. Ja. Und das wird letztendlich in keinem Prüfstandsversuch gemessen. Ja. Ja, sondern ja. Das letztendlich kommt jetzt nur im Realbetrieb. Und wenn ich jetzt auf dem Prüfstand eine Treibstoffersparnis messe, was wir um die 4% gemessen hatten, ja. Bei einem Dieselmotor, 2,2 Liter Common Railer, hatten wir 4% Kraftstoffersparnis gemessen. Somit wird im Realbetrieb der Kraftstoffersparnis noch wesentlich höher sein. Ja. Ja, wenn ich die Mikrokeramik einsetze. Ja, okay. Eine Frage, die ich noch habe, wenn man mehr als diese 10% einfüllt, ist das problematisch oder ist das, hilft viel, viel? Oder? Nein, also viel hilft viel, das ist nicht so, weil wir schon eine sehr hohe Menge an Keramik beigeben. Ja. Ja? Also wir haben jetzt hier ungefähr eine Menge von, in der Dosis eine Menge von 5 Gramm. Ja? Krass. In etwa. Das, aber wir setzen mehr ein. Sagen wir, eine Motorfüllung bekommt im Schnitt in etwa 20 Gramm Keramik mitgegeben, ne? Okay. pro Dose, die wir hier mit einfüllen, in etwa. Und 20 Gramm Keramik ist eine ordentliche Menge. Wenn Sie, das ist jetzt eine. Ja, klar. Na, das sind nur 50 Gramm, ne? Entschuldigung, nur 5 Gramm. Ja? Und es wäre die vierfache Menge. Das ist schon eine ordentliche Menge, ja. Die wir hier dem Motor beigeben. Und natürlich, wenn wir jetzt wesentlich mehr reingeben, es ist so, dass wir da das auch nicht mehr viel mehr bringt. Ne? Ja. Also wenn das schon mal gesättigt ist, das ist genauso wie eine Salzlösung, wenn eine Sohle voll ist, ist sie voll. Ne? Ja. Okay. Ja. Und somit erreichen wir diese Effekte und wir hatten ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Messungen durchgeführt. Ja. Sehr hochkarätige Messungen, die eben genau die Aussagen, die wir hier treffen, eben bestätigen. Ja, ja. Ja. So, noch ein weiterer Punkt ist der, was wir sehen, dass die Kamera nicht mehr macht. Ja, okay. 35 Sekunden haben wir noch gemacht. Das ist super. So, die läuft. Den Timer starte ich nochmal. Und hier mache ich auch nochmal einen. Jo, perfekt. Dann sind wir wieder unterwegs. So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Tests, die wir durchgeführt haben, ja. Oder die Sie durchgeführt genau. haben. Ja. Und die das bestätigt haben. Viel hilft viel. Genau. Also das heißt, wenn ich jetzt die doppelte Menge reinbringen würde, dann werde ich auch nicht den doppelten Effekt erzielen. Ja, okay. Wenn wir hier eben eine Sättigung haben, wenn wir hier eben das genau die Menge erreicht haben, um eben diese Dämpfung zu erreichen, ja. Dann ist es genug. Sicherlich, wenn ich jetzt mal, wie gesagt, ich gebe jetzt aus Versehen mal zu viel rein, ja, dann wird auch nichts passieren. Ja, okay. Ja, das heißt ja nicht negativ, nur ich brauche nicht mehr reingeben. Ja. Ja. Unsere Empfehlung jetzt ist in dem Fall, dass wir das in jedem Ölwechsel beigeben, die Keramik. Erstens, sag mal, die Einlagerung haben wir ja gemacht. Ja. Ja. Und mit der nächsten Zugabe gebe ich eben wieder Keramik bei, sodass ich letztendlich im Öl wieder mitschwimmend die Keramikpartikel habe, die letztendlich diese Dämpfung und auch den Verschleißschutz und auch die Reibungsreduzierung und Leistungsplus wieder haben kann. Ja, ja. Also im Prinzip aufrechterhält. Also richtig, ja. Auf der Dose steht ja, glaube ich, drin oder irgendwo in der Anzeige bis 60.000 Kilometer. Ja, das ist... Wie kann ich das verstehen, wenn ich dann... Es ist so, wenn ich so bin, wie ich bin, dass ich alle 10.000 wechsle oder alle 15.000? Nein, das hat einen anderen Hintergrund. Okay. Und zwar, wir haben auch mal die Einlagerung gemessen, beziehungsweise wir haben behandelte Metalloberflächen unter dem Elektronenmikroskop angeschaut. Ja. In dem Fall hatten wir jetzt eben angeschaut, welche
Einlagerungen wir noch haben, mhm, wenn wir ein Öl 60.000 Kilometer fahren, ja, beziehungsweise dann Ölwechsel machen. Nach 60.000? Also, nein, nicht nach 60.000, sondern ich mache nach 20.000 Ölwechsel, ja, fahre aber 60.000 Kilometer und schaue eben dann nach 60.000 Kilometer, was ist noch da. Ja. Und nach 60.000 Kilometer haben wir eben noch Keramik-Einlagerungen in den Oberflächen unter dem Elektronenmikroskop sehen können. Es gibt dazu auch Bilder, ja, ja, okay, die kann ich Ihnen auch zur Verfügung stellen, ja, ja, um eben das alles klar zu dokumentieren nochmal und so auch zu beweisen. Also das, ja, heißt, die Einlagerungen, die mal stattgefunden haben, die sind dann bis zu 60.000 Kilometern drin, ja. Und, aber die Schmierung im Öl selbst mit den Additiven, also mit dem Mikrokeramik-Additiv, dann nicht. Wenn man das richtig, wenn ich jetzt Ölwechsel mache nach 20.000, dann, ja, ist natürlich das, was ich im Öl mitschwimmt, raus. Ne? Genau. Es bleibt nur noch übrig, was in den eingelagerten, ja, Rauigkeitstiefen eben noch da, ja, sind. Ja, ja, okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige Leute sich Gedanken machen, dass man irgendwas trotzdem in den Motor einlagert. Das ist ja irgendwie hier aufgezeichnet, dass man denkt, ja, der Motor ist so und es gibt ja extra diese Feinhonung der Zylinder, dass, ja, die extra dafür Hohnstift, da ist, ja, genau, die Hohnstift, dass das Öl sich da langsam ran entlang hangelt. Wie steht das mit dem Mikrokeramik? Gut, der Hohnstift ist ja relativ grob. Ne? Die, ja, Mikrokeramik ist so fein, dass sich zum Beispiel in diesem großen Hohnstift gar nicht halten kann. Okay. Ja? Und das sehen wir auch in den Elektronenmikroskopaufnahmen. Wir haben ja jetzt nicht eine gleichmäßige Tiefe, ja, ja, sondern wir haben ja mal tiefere Stellen, wenige tiefe Stellen, die eben von der Keramik eben nicht ausgelagert werden können und die eben dann als Öltaschen dienen, um das Öl zu haften, um letztendlich auch den Schmierfilmaufbau während der hohen Gleitbewegungen, ja, gewährleisten zu können. Ja, okay. Ja. Also die sind voneinander, okay, das ist ja gar nicht. Ja. Ja. Das heißt, es kommt im Klartext zu keinerlei Veränderung des Hohnbildes, ja. Es kommt in dem Fall zu keiner Negativisierung des, ja, des ganzen letztendlich Ablaufs dort, dass wir hier sagen wir, Öl sich nicht erbinden könnte oder dass wir hier Gefahr gehen, dass wir hier einen Ölfilmriss haben. Hm. Das haben wir noch nie erlebt. Wir haben natürlich auch schon Motoren geöffnet nach 100, nach 200, nach 500.000 Kilometern, ja, und dort ist der Hohnstift immer noch da. Okay. Ja. So, wir selbst betreiben Generatoranlagen mit einer Laufzeit von Größe 80.000 Betriebsstunden. Ja. Selbst dort sehen wir den Hohnschliff noch in den Motoren. Ja. Okay. Und der wird auch mit Mikrokeramik betrieben? Richtig, ja, ja, genau. Mhm. Ja. Ich überlege noch, kann man was über den chemischen Aufbau sagen oder herleiten oder erklären oder macht das gar keinen Sinn? Ich weiß es ja nicht. Ja gut, da möchte ich jetzt ein bisschen bedeckt halten. Ja. Ja. letztendlich ist die Mikrokeramik aufgebaut wie was Sie kennen, einfach Graphit. Nur Graphit ist eben Kohlenstoff. Ja. Reiner Kohlenstoff und Kohlenstoff wird auch bei Temperaturen von 600 Grad abbrennen. Ja. Ja. Was eben die Keramik nicht macht. Ja. Ja. Und eben dort uns erhalten bleibt und eben auch diesen hervorragenden Schmiereffekt bringt. Mhm. Und sicherlich sind jetzt hier noch weltweit noch keine Untersuchungen gemacht worden. Als PDFE gilt als Material mit dem niedrigen Reibkoeffizient. Ja. Mhm. Ich behaupte, das, was wir hier letztendlich produziert haben, hat noch einen wesentlich niedrigen Reibkoeffizient wie PDFE. Ja, okay. Ja. Wenn ich das mal vergleichen darf, ne? Ja. Oder ansprechen darf. Ja, klar. Ja. Ja. Was gibt es noch? Also wo sind die, abgesehen von den Laufbahnen, wo sind denn noch so die Hauptangreifpunkte, sag ich mal so, die Hauptablagerungspunkte oder wo die besten Wirkungspunkte, wo die Keramik sich... Ja gut, das sind die Noppenwellen. Ne? Dort haben wir ja einen direkten Metallkontakt. Ja. Ja. Dort haben wir auch direkte Stöße. Ja. Ja. Wie jetzt, wie beim Kolben habe ich jetzt es gleitet sauber. Sicher, wenn der Kolben mal kippt, kommt es zu enormen Berührungspunkten. Oder wenn wir Verschleiß haben, dann ist natürlich eine Kolbenkipper, ja, in dem Fall dann mehr vorprogrammiert. Ja. Aber letztendlich geht es ja darum, auch die Nockenwelle zu betrachten. Und bei 7000 Umdrehungen. Thank you.
da geht schon was vorwärts. Ne? Also ja, da, gut, ja. Da ist schon sehr, sehr wichtig, dass dort entsprechender Schutz dann da auch da ist. Ja, ja, ja. Okay. Eine Sache, die wir schon mal in dem anderen Video gemacht haben, aber was ich nochmal erwähnen würde, ist Mikrokeramik und Ölfilter. Bleibt das da hängen? Ja, also ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ja. Mit Sicherheit diese Frage auch immer wieder öfter kommt. Und wir haben vor einigen Jahren haben wir einen sogenannten Membranfiltertest gemacht. Ja. Dort wird ein Filter eingesetzt mit einem Durchgang von 0,15 Mikron. Ja. Ja? Und wir haben praktisch ein Motoröl Keramiköl-Gemisch ja. Dort messen lassen und 98% der Gesamtmasse der Festkörper geht durch, 2% werden zurückgehalten. Ja. So, wir schauen uns mal den Test an. Wir haben eine Maschenweite oder eine Abscheiderate von 0,15 Mikron. Ja. Ein Standard Motorölfilter hat eine Abscheiderate von etwa 20 Mikron. Ja. Ja. Das heißt, wir sind mit diesem Produkt absolut filtergängig. Ja, ja, okay. Sicherlich ist es so, wenn jetzt der Filter sich sättigt, zugeht, spricht man von einem Filterkuchen. Ja. Ja. Das heißt, wenn der Filter schon zugeht, hat er natürlich auch eine sehr gute Abscheiderate. Ja. Und man wird mit Sicherheit auch mal Keramikpartikel im Filter finden. Ja, ja, okay. Das ist mit Sicherheit, werden die da sein. Ja? Ja. Wir haben ja auch schon gefunden. Nur ist es so, diese Menge, nachdem wir ja sehr große Menge beigeben, ist so gering, dass dies letztendlich jetzt hier zu keinem Filterverstopfen führen würde, wenn ich die Keramik einsetze. Ja. Sicherlich muss ich beachten, dass wenn ich die Keramik einsetze, dass ich nicht erst in winterlichen Temperaturen als zuerst einfülle ja. und dann Motoröl drauf und dann den Motor starte, kann es sein, dass die Pumpe direkt 100% unsere Keramik ansaugt ja. und natürlich den Filter letztendlich mal belegt. Ja, 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 okay. Das könnte passieren. Ja, deswegen ja. empfehlen wir auch, die Mikrokeramik ausschließlich nur in heißen Motoren einzusetzen. Ja. Das steht auch auf den Dosen drauf, dass wir explizit darauf hinweisen. Das hat letztendlich jetzt nur mit dem Thema Filterdurchgängigkeit bei kalten Öltemperaturen zu tun. Okay. Mehr nicht. Ja. Wenn sie warm sind, wird es dann wieder durch... Genau, genau. Oder bei Getriebe, dort, wo jetzt keine Ölfiltereinheit existiert, können wir letztendlich ohne weiteres die Keramik im kalten Zustand auch einfüllen. Ja, okay. Oder auch zuerst. Ne? Ja. Was mir dazu einfällt, ist, wie lange hält sich das Keramik in der Schwebe, wenn der Motor zum Beispiel im Motoröl jetzt, das beides vermengt ist und man den Motor jetzt abstellt für eine Überwinterung zum Beispiel? Sicher, bei einer Überwinterung wird sich die Keramik unten an der Ölwanne absetzen, ja. aber sobald ich den Motor starte, ja. Wird die Keramik wieder hochgespült werden ja. und wird wieder seine Aufgabe erfüllen können. Ja, okay. Klar. Also wir haben jetzt noch keine Ölwannen gefunden oder auch noch keine Rückmeldungen von in den letzten 25 Jahren, wo sich jetzt irgendwo in den Ölwannen sich die Keramik abgesetzt hätte, ja. Wo die jetzt irgendwo was gefunden hätten. Das ist nicht der Fall. Okay. Ja. Wie lange hält sich das in der Schwebe, bis sich das absetzt? Also, wenn Sie da abstellen, ich denke, dass sich das mal so 4-6 Wochen in der Schwebe hält, bis dann der erste Teil absetzt. Wobei sich aber nur die schwersten Teile absetzen werden. Ja. Und nur ein geringer Teil und dann irgendwann das irgendwann nach halben Jahr oder Jahr später dann alles mal nachkommt. Ja, okay. Ja. Also erstmal alles andere, das heißt alle anderen Partikel, die das Öl mit dem Additivierung wir haben natürlich auch Ruß drin, der sich mit... Dass sich nicht absetzen wird und auch andere, andere Verharzungen oder auch verbranntes Öl, weil sich dort in der Schwebe oder ein Partikel sich befindet, wird sich ja auch absetzen. Ja, okay. Ja, gut. Ich überlege, was kann man noch fragen? Einfach ein komplettes, eine Frage, die ich wirklich habe, ist, ich habe ja im Differential in der Werkstatt habe ich gesehen, ich habe nur eine Einfüllschraube, keine Ablassschraube, jetzt bei dem I90. Ja. Und wenn man das Öl nicht wechseln kann, macht es Sinn, da Keramik mit beizumischen? Absolut, ja. Also auch wenn nichts geht, einfach nochmal reinkippen und das würde besser funktionieren? Klar, wenn ich jetzt keine Abfüllschraube habe, dann versuche ich eben eine gewisse Teilmenge abzusaugen ja. und eben dann entsprechende Menge Keramik
je nach Mischung, je nach Ölvolumen dazuzugeben. Okay. Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, ja, wir haben nämlich in der Werkstatt geguckt und dann haben wir aber keine Ablassschraube gefunden. Nur eine Einfüllschraube. Genau, eine Einfüllschraube. Ja. Und der Mechaniker hat aber auch jetzt kein Öl dafür da. Das heißt, wenn es weg wäre, wäre es weg. Das ist natürlich Quatsch. Dann haben wir es halt jetzt nicht mitbehandelt. Also hätte natürlich mitklappen können. Sie sprechen jetzt vom Differential. Genau, vom Differential. Ja. Also beim Schaltgetriebe haben wir es ja jetzt noch verwendet. Motoröl ja sowieso. Ja. Und Differential habe ich gedacht, könnte man gleich mitnehmen, so bei der Gelegenheit. Ja. Obwohl ich am liebsten erstmal ein frisches Öl genommen hätte und dann die Keramik natürlich, um die optimale Optimierung zu gewährleisten. Mhm. Aber das war jetzt mal eine Frage, die einfach so dazugekommen ist, weil wir haben jetzt gar nichts gemacht. Dann hätte man theoretisch trotzdem ins alte Öl das Keramik reinmachen können. Absolut, ja. Hätte man machen können, ja. Okay. Mhm. Aber wenn wir gerade beim Differential sind oder auch bei zuschweifbaren Spannen, dort ist ja ähnlich wie in Lamellenkupplung. Auch dort kann ich die Keramik einsetzen. Ja. Das heißt, habe ich jetzt eine Sperre, Differentialsperre, kann ich auch die Keramik einsetzen, ohne Probleme. Also es kommt hier zu keinerlei Veränderungen an den Lamellenkupplungen. Ja. Und wir können es auch in Motorrad einfüllen mit Überkupplung. Ja. Ja. Ist es diese Nasskupplung? Nasskupplung, ja. Nasskupplung. Ja. Ja, also auch da geht's. Richtig. Okay. Und das ist auch möglich, ja. Ja, also eigentlich bedenkenlos. Bedenkenlos, ja. Wo Öl ist, geht's rein. Weil es eben nicht überbeschichtet, ne? Es lagert sich ein. Ja. Ja, auch in die Lamellenkupplung. Und es kommt zu keiner Überbeschichtung. Ja, und durch die Vergrößerung der Oberfläche reduzieren wir natürlich auch den Verschleiß an den Kupplungen. Das ist auch ein wichtiges Thema, was wir eigentlich noch gar nicht angesprochen haben. Ja. Ja. Und somit können wir hier auch speziell bei solchen Fahrzeugen oder auch Getrieben in dem Fall hier wiederum eine Optimierung mit der Keramik schaffen. Ja. Ja. Wurden Tests gemacht, was für eine Gesamtoptimierung möglich ist? Also ich weiß, ihr habt ja auch Mikrokeramik in Fetten, Getriebefetten, oder für Industrieanlagen. Richtig. Sicher, wenn ich jetzt eine Totaloptimierung am Fahrzeug mache, würde ich dann empfehlen, alles zu machen. Also von Motor, Getriebe, Differential oder auch dann bis hin zu den Radlagern, eben speziell mit unserem LI200 Fett mit mikrokeramischen Festkörperschmierstoffen. Also das wäre dann eine komplette Reibungsreduzierung im kompletten Fahrzeug. Richtig, ja. So, und das macht sich wieder bemerkbar im Ausrollverhalten. Ja. Ja. Okay. Oh, da fällt mir wirklich ein. Nochmal. Ich habe hier gesehen, auf dem Schreibtisch steht hier das Mikrokeramik-Haftspray. Ja. Ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage, das ich nutze sie eigentlich nie, weil ich kühle ja nicht viel. Und sonst habe ich die Fenster offen und ich habe sie letztes Mal angemacht und sie hatte ein bisschen gequietscht und gepfeift und sonstige Geschichten. Wenn die Spannrollen oder die Klimakompressor, der angetrieben wird, gibt es da Möglichkeiten, das zu beheben mit dem Spray? Ich weiß nicht, ob es... Ja, ich sag mal, der Klimakompressor ist ein geschlossenes System mit einer eigenen Lagereinheit. Okay. Und ich sage mal, wir kommen jetzt mit dem Spray nicht an das Lager ran. Ja, okay. Also ich kenne die Technik halt nicht, wie es halt aufgebaut ist. Und das waren wir nur also gesagt, wo wir mit dem wo man irgendwas gängig machen kann. Wo wir mit dem Keramik-Haftschmierstoff-Spray sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist an den Türgelenken. Türgelenken, ja. Okay. So, und das ist ja bei BMW ohnehin ein Problem. Ne? E46 war katastrophal vorne, die Türgelenke. Ja, und dort ist es so, die liegen im Außenbereich, hier kommt ja alles drüber. Ne? Also von Regenwasser bis Salz kommt ja alles drüber. Und hier müssen wir eben die Tür anheben und eben in das Gelenk einsprühen. Ja, ja, okay. Auch mehrfach. Das ist also doch ein bisschen Präzedur, aber man bekommt es in den Griff. Wenn ich es nicht mache, dann entsteht Rost im Gelenk und dann habe ich schon sowieso schon verloren. Da muss ich erstmal den Rost rausholen mit dem geeigneten Rostlösespray und dann eben mit dem Keramik-Haftschmierstoffspray hinterher. Ja, okay. Ja. Gut. Ja, haben Sie sonst sowas, was Sie erzählen wollen oder soweit? Ja gut, ich sag mal, das war schon über das Thema hinaus ein bisschen. Die Mikrokeramik wird dann natürlich hier Bücher füllen, ganz klar. Ja, und von allem, was wir hier letztendlich schon in den letzten 25 Jahren Vertrieb und auch aktive
Kommunikation mit dem Kunden und auch ja. im Service, den wir leisten, würde noch sehr, sehr viel mehr zum Erzählen geben. Ja. Ja. Letztendlich wird es den kompletten Rahmen hier sprengen. Ja. Ja. Aber mit Sicherheit können wir die ein oder andere Fragen, die hier jetzt von, ja, von unseren Zuschauern kommen, mit Sicherheit noch beantworten können. Ja. Ja. Das haben wir in den anderen Parts gestern schon ziemlich ausführlich, denke ich, gemacht. Ja. Ich finde auch sowieso stark, wie viel Videomaterial wir zusammenbekommen haben, weil ich auch einfach so viele Thematiken gibt, die man einfach anschneiden kann und auch so viel Wissen von dir auch gerade rüberkommt, wo ich denke so, boah, ich würde gerne noch mehr fragen und noch mehr ins Detail gehen. Manchmal denke ich auch, dann wichtig ist, Stunden dass man so einfach mal den, den Interessenten, der sich für die Mikrokeramik interessiert, dass man den mal die vielleicht auch die Angst vor sogenannten Additiven nimmt. Ne? Dass man sagt, okay, hier, wir haben hier jemanden, der sich schon jahrelang damit beschäftigt, hier in allen Bereichen eben Anwendungen schon durchgeführt hat mit sehr, sehr großem Erfolg. Ja. Und das letztendlich kann man nutzen. Ne? Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, dann denke ich, dann haben wir es soweit. Ja, perfekt. Genau, dann wende ich mich nochmal der Kamera zu. Ich hoffe, ihr fandet das Video soweit interessant und konntet auch ein bisschen was rausnehmen und mitnehmen aus der... Bin ich überhaupt drauf? Ich sehe das gar nicht. Ja, doch, ich weiß noch von der Seite. Ja, also ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr konntet soweit auch irgendwie was lernen und mitnehmen. In irgendeinem Video, was irgendwann hochgeladen wird, werden wahrscheinlich noch weitere Fragen oder weiterreichende Fragen über die Mikrokeramik oder eure Fragen auch beantwortet sein. Hier war das eigentlich, würde ich mal sagen, recht oberflächlich behandelt. Jetzt. Ja, gut, ist schon klar. Nicht komplett in die Tiefe, aber wir haben so, glaube ich, wichtige Fragen beantworten können und Sachen, die mich auch selbst sehr interessiert haben. Und ja, ich hoffe, ihr konntet soweit was mitnehmen und seid den Additiven einfach mal ein bisschen offener. Würde ich einfach mal so einen Raum werfen, weil ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert, irgendwie Injektionsreiniger und das Ceratec ist auch vorbei. Und einfach mal gucken, in welche Richtung es geht. Und ich bin dem offen, mich interessiert es einfach. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Und jetzt läuft die Kamera ab. Ja, ich denke auch so. Ne? Ja, super. Man kann auch das Ende nochmal neu machen, aber es war irgendwie. Doch. Ist trotzdem noch eigentlich. Doch, weil Handy gewöhnt. Ja, ist aber trotzdem noch sehr oberflächlich. Ja, wir haben es vielleicht ein bisschen Druck machen, wir hätten ein bisschen mehr Pep reinbringen können. Ne? Ja. Wenn ich jetzt nochmal rückblicke. Ne? Ja. Das hätte man tun können. Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber glaube ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzen wir mal den Hashtag drangeblieben. Haut das einfach mal raus. Es würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.